Vorne da. Vorne da. Und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es die erste Folge United Gruppenphase gegen Broski. Habt ihr bestimmt schon im Titel gesehen. Meine Gruppe besteht aus Broski und FIFA Gods United. Drei Gruppe, zwei kommen weiter. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit den Folgen aufnehmen. Ich habe die erstmal spielen lassen, habe mir die analysiert, habe mir die Spiele angeguckt, geguckt, was machen sie nicht, wo sind sie stark, wo sind sie schlecht. Und jetzt gehen wir ins erste Spiel gegen Broski. Ihr habt euch übrigens entschieden als Subs für Lozano und Neymar. Sind nochmal richtig geile Spieler, die ich reinwerfen kann. Checkt auf jeden Fall, bevor ihr dieses Video anguckt, auf Broski das erste Spiel an. Nochmal. Checkt auf jeden Fall, bevor ihr das... Nein, nochmal. Die Seite brauchen wir ein, meine rechte Gehirnhälfte. Okay, checkt auf jeden Fall. Mann! Checkt auf jeden Fall, bevor ihr dieses Video anguckt, die erste Folge bei Broski an. Ist verlinkt in der Videobeschreibung. Guckt auf jeden Fall das zuerst, weil Spoiler gleich, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Von daher gebe ich euch jetzt noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2. 1. Wir haben das erste Spiel 4-1 gewonnen. Sehr froh drüber. War ein bisschen nervös, aber zum Glück im Endeffekt haben wir das Ding geholt. 3 Punkte zum ersten Mal im ersten Spiel. Bin sehr stolz drauf. Und da ist eine Nachricht von Broski. Oh, ich bin so gebrochen. Ich bin mental gebrochen. Ey, Junge, die rote Karte. Und jedes Tor von mir war gefühlt so Eigentor oder neuer macht nichts. Unlucky. Egal, weitermachen, Munterfischen. Weiter geht's, Krosser. Schön, 3 Punkte für mich, alles super. Wir müssen dann noch gegen FIFA Gods United spielen. Jetzt ist übrigens das zweite Spiel. Die Ergebnisse werden nicht zusammengerechnet. Das heißt, ich führe jetzt nicht 4-1 und ich muss den Sieg über die Runden bringen, sondern ist jetzt, ich habe 3 Punkte geholt und jetzt ein neues Spiel, wo Broski 3 Punkte holen kann, theoretisch. Leute, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da aufs Video. Vielleicht knacken wir erste Folge Gruppenphase 30.000 Likes. Was denn? Warum nicht? Check meinen Zweitkanal ab, ist unten verlinkt. Da kommen Daily Videos. Unser Team sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt die ganzen guten Spieler von der Bank weggemacht, damit nur noch Lozano und Neymar dort sind. Für 480k Neymar, das ist so ein Schnapper, Leute. Wenn ihr den braucht für die Weekend League, holt ihn euch bitte. Wenn nicht, als Sub, bester Mann und Lozano. Und unser Team sieht so aus, Ingame, Ronaldo und AJ Morales tauschen. That's it. Ja, dieser Neuer, er hat gestern in der Weekend League wirklich wie ein junger Gott gespielt. Auf einmal will er mich hochnehmen, das ist unfassbar. Ey, aber Hass, ohne Witz, also auch wenn ein bisschen Scheiße passiert ist, so gehört ja dazu. Hast geil gespielt, Mann. Ich feiere das, wenn Leute offensiv spielen. Hättest ja auch nach dem 2-0 deine Eier schaukeln können. War ein nice Spiel. Ja, man sagt Bescheid, wenn du einlädst. Ich bin jetzt ein Bronze-Innenverteidiger am Start im Rückspiel. Das macht es natürlich noch einfacher. Er hat eine rote Karte bekommen übrigens im ersten Spiel. Von daher muss er jetzt mit einem Bronze-Innenverteidiger spielen. Und Leute, ihr kennt mich. Ich spiele immer Pressi nach Ballverlust. Ich hasse es, hinten drin zu stehen. Ich hasse es, Ballbesitz zu haben. Das heißt, Ballbesitz zu haben. Ich hasse es, auf Ballbesitz zu spielen. Hinten rum. Quatsch mit Soße. Ich verliere den Ball vorne. Wieder geht's drauf. Sechser rennt drauf auf die Stirn, auf die Innenverteidiger. Alle rennen darauf. Ich versuche, den unter Druck zu setzen. Warum liegt hier ein Rasierer? Ih, der ist benutzt. So, darf ich diesmal Trikots haben? Komm schon. Ja. Mindset. 1-0 für mich im Kopf. Und Broski ist mental gebrochen, Leute. Das ist auch wichtig. Auf geht's, Jungs. Aber nicht unterschätzen, Leute. Es geht hier wieder um 3 Punkte. Das heißt, ich muss hier einen Win holen. Auch willkommen an alle, die von Broski hier sind. Schauen wir mal, wie Broski spielt. Ich muss sagen, meine Tore im ersten Spiel bodenlos. Das erste war gut. Danach viel Quatsch mit Soße, die Tore. Oh, aufpassen. Er macht immer einen Scoop dann. Habe ich analysiert. LOL, was macht der Neuer? Okay, außen nach Platz. Ups. Boom. Let's go! Vamos, Grisch! Oh, let's go, Jungs. Der Trick ist so krank, Leute. Der Trick ist so krank, er kann nichts machen. Und dann war das auch noch sein Bronze-Verteidiger. Oh, Mann. Und hier 6er. Ja. Was? Hui. Ja! Er ist gebrochen. Oh. Im Zentrum. Die haben zu viel Platz. Kimmich kann es nicht. Ja. Schön. Wo sie geht. Gegen Bronze.
kenne ich nichts. Ey, Uzi! Elva! Mann, der Arme! Der Arme! Der hat so einen Hals auf Neuer. Der wechselt weg von Schalke. Der macht nur Scheiße bei ihm. Och, was? Ohne Ziel. Oh Gott. Schön. Er dachte, glaube ich, ich schlupfe. Ich habe überlegt, den vorbei zu schießen, aber so ist das Spiel, Leute. Muss ich mitnehmen. In meinem Turnier mit Geldpreisen etc. da so Pros würden sowas ja auch nicht machen. Raoul, Linksfuß. Okay, okay. Ja. Ja. Da. Nein! Ich werde geblockt! Er hat einen Screen gestellt. Basketball. Let's go. Nee, nicht gegen Fofana. Bobili, Babana, Babana. Oh, nein, 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 nein. Der war klar. Gut, der sei mit deinem Jürgen. Oh, wow. Schlechter Pass. Lol. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Nein! Ich wollte nicht mit AJ auf links schießen. Schieß doch! Und sein Neuer hält ihn wieder nicht fest. Der Neuer ist so gebackt. Boah, meine Außenverteidiger sind so offensiv immer. Guck mal. Weil ich halt presse nach Ballverlust spiele. Was ist denn hier los? Rückraum. Ja. Ruhig bleiben, da rein verteidigen. Okay. Levuse wird, er schafft's nicht. Das wäre wirklich der Gnadenstoß, glaube ich, wäre der drin gewesen. Ergebnis juckt nicht, Leute. Hauptsache, wir holen hier 3 Punkte. Dann sind wir eigentlich schon so gut wie weiter, wenn wir 6. Wir sind, glaube ich, schon weiter. Es gibt ja nur noch ein Spiel dann. Ich gegen FIFA Gods United. Broski hat 4 Punkte. FIFA Gods United hat. Ja, was ist denn da los? Ich glaube, Broski spielt Angespressing oder so. Der wird sowieso geblockt. Was? Schön. Messi! 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 La Pulga! Carabessi, Carabessi, Carabessi! Ich will noch nicht den Tag vom Abend loben. Aber wenn ich 6 Punkte hole, Broski hat 4, FIFA Gods United hat 1. Ich muss beide Spiele gewinnen. Dann ist Broski weiter. Wow. Wow. Oh, zum Glück pfeift er ab. Das wäre ein Fehlpass. Was, wenn FIFA Gods United ein Spiel gewinnt? Und ich ein Spiel? Ja, dann haben die auch 4 Punkte. Naja, ist nicht mein Business, Leute. Ist nicht mein Business. Wir holen hier den sechsten Punkt, den Punkt 456, und entspannen uns. Oh, 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 das wird gefährlich, das wird gefährlich. Oh, das sei eben sein Jürgen. Schade, Marmelade. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe ADS des Grauens vorm Tor, ich mache immer nur Scheiße. Achso, ich habe gar nicht gesagt. Ich sag's im Outro. Ich nehme später nochmal auf. Mit, lass keinen Like da und ich bin jetzt YouTuber. Lass mein. Oh! Lass mein Like da und lass gerne ein Abo da, knacken wir die 25.000 Likes. Broski ist so gebrochen. Komm her, wegen dem Bronzer. Oh, ich bin noch da. Nochmal. Ich bin wieder da. Ref, rot. Kein Foul. Hey. Oh. Boah, sein Angriff ist eigentlich nice. Boah, ja. Neymar, Mbappé, Salah, Messi. Eigentlich sehr nice. Habe ich Krish, Messi, Usman und AJ auch. Wenn ich hier noch was anbrennen lasse, ich bin so sauer auf mich. Oh. Philipp! Philipp, sie ist so ein Schlitzohr. Hat gesehen, dass der Torwart nicht, nicht im Tor ist. Oh, Petit! Der Mann hat so Stress. Er hat Luft geschnuppert. Oh, oh. Oh, oh. Jungs, wir schwimmen auf einmal. Weil ich wieder ADS habe vom Tor und nur Scheiße mache. Da sehe ich ihn. Guter Ball. Guter Ball. Irgendjemand drin. Uzi, was ein Ball. Schön aus. Schön aufgelöst von. Oh, jetzt bin ich hinten offen. Junge, was passiert hier? Nein. Geh ins Tor. Geh ins Tor. Geh ins Tor, Luni. Nein. 3-2. Jemand muss mitgehen. Du. Oh, 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 oh. Such Krisch. Was ein Scheißball. Was ein Scheißball! Hey! Oh mein Gott! 3-0, ADS 3-3. Das ist mein Leben in FIFA. Genau so läuft's ab. Was? Neymar springt noch nicht über den Ball. Oh. Oh, Neymar springt über den Ball. Ach, Scheiße. Haben wir 2 Punkte verschenkt, Jungs. Wir führen 3-0. Sag es eigentlich zu. Aber. Frieda hat ADS, man kennt ihn nicht anders. GG's Ambroski, gut nochmal zurückgekämpft. Stark hast du dich aus dem Loch
rausgehangelt hat. Oh, ja, Leute, GGs. Starkes Spiel von Broski. Scheiße von mir ab der zweiten Halbzeit. Aber man kennt mich nicht anders. Ich schwöre, genau so läuft meine Weekend League ab. Deswegen habe ich keine Lust mehr auf die Weekend League. Weil ich immer führe und dann keinen Bock mehr habe und rumskille wie so ein Dummkopf. Und dann werde ich bestraft. Sprachnachricht. Ja, man krank, Alter. Und ich will, dass es bitte, dass bei dir gefühlt so in den ersten Spiel und auch hier wieder in den ersten 30 Minuten alles reingeht. Bei mir geht nichts. Und dann auf einmal bin ich anders. Wer gang sein kleiner Bruder oder was und holt 3 Tore auf. Digga, kannst du mir nicht erzählen, dass in dem Spiel irgendwas ganz Komisches vor sich gegangen ist. Naja, Mann, GG. War ein geiles Spiel, Mann. Feier deinen Spielstil. Uff, Alter. Echt krass, ohne Witz, Alter. Meinen größten Respekt. Du zockst echt heftig gut, Mann. Schöne Worte nochmal von Broski. Kussi. Ja, also ich bin auch nicht einer, der 3-0 führt und seinen Arsch hinten chillt oder so. Ich versuche weiter Tore zu machen. So bin ich halt. Fußballer, ich habe Spaß am Fußballspielen, Spaß am Tore machen. Ja, scheißegal. So Leute, wie gesagt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und die nächste Folge gegen FIFA Goals United wird, denke ich mal, nächste Woche kommen, Ende der Woche. Ne, nächste Woche. Wie sieht's denn jetzt aus in der Tabelle? Ich habe 4 Punkte, Broski hat 5 Punkte, FIFA Goals United 1 Punkt. Das heißt, ich bin noch nicht durch. Es hat sich alles gewendet, Junge. Deswegen habe ich gesagt, lob den Tag vom Abend nicht, Sydney. Ich rechne da schon rum. Ich habe 6 Punkte. Dann gegen FIFA Goals United kann ich 1 verlieren. Dann ist Broski vielleicht. Halt's Maul, Sydney. Du bist selber nicht weiter. Ich habe 4 Punkte. Das heißt, wenn die zum Beispiel beide gewinnen, bin ich raus. Und ich habe schon mal gegen FIFA Goals United gespielt. Gegen Julius. Unangenehm. Unentschieden war das. Julian habe ich noch nicht gespielt. Naja, egal. Leute, haut rein. Lasst Like da, lasst Abo da. Checkt mal Zeitkarte ab. Und Peace.